Flieg und bring mir ein paar Seelen. Heute wollten wir den Pool eigentlich mit Wasser befüllen, aber stattdessen habe ich einen Kiosk errichtet. Ich finde es, ja, nahezu asozial, dass hier einfach Sachen hingestellt worden sind von Leuten. In den letzten Jahren wurde hier nicht nur Müll gebunkert, sondern auch Dinge, die wir eigentlich brauchen, ja? Und deswegen wollen wir aus dieser kleinen Laube hier ein kleines Paradies machen. Und Nerdy, falls du gerade zuschaust, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube... Ja, nice. Dieser Schrank aus Holz und das Hochbeet aus Holz, wir würden uns schon gern davon trennen wollen, so. Ihr habt mich ja jetzt kennengelernt als irgendwie so ein bisschen als Influencer, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen so als besten Freund für den John. Ich rufe den John jetzt gleich nochmal an, aber dieser Mensch, der vertraut mir ganz gar nicht mehr. Deswegen dachte ich so, weil ich mich gerade selber auf diese Idee gebracht habe, als ich Kiosk gesagt habe, machen wir einfach wirklich einen Kiosk hier. Ich schreibe ihn einfach, voll smart, ey, komm mal ins Office und bring 10 Euro mit. Der wird dann bestimmt super neugierig sein und dann stehe ich hier in meinem Kiosk und sage, Surprise. Yeah, 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 yeah. Wollen Sie was kaufen von meinem Kiosk? Das ist, du willst mir deinen Müll andrehen. Ich habe mich schon gefragt, warum du gesagt hast, ich soll 10 Euro mitbringen. 30 Euro dafür! Du darfst alles mit nach Hause nehmen. Aber dafür musst du mir helfen, diese Kammer aufzuräumen. Die? Nee, die Laube. Was ist das? Wie? Das ist schon wieder eine Idee von Thomas, oder was? Den Laub, den wir letztens eingesammelt haben, verkaufst du mir für 5 Euro? Das kannst du ja nicht ernst meinen. Nimm mit. Nein, ich will das nicht. Doch, komm, hier. Wir machen das schön hier. Für dich auch, weil du bist ja auch Teil der Pool-Olympiade. Das ist mittlerweile nicht mal mehr lustig. Ich kann nicht mehr richtig lachen darüber. Du musst lachen. Innerlich lachst du. Das ist Thomas' Idee. Ja. Thomas ist verrückt geworden. Ich habe gesagt, lass den John mal in Ruhe, lass den John mal schlafen und so weiter. Das Geile ist, dass wir es von hier nach da geschleppt haben. Ja, von da rein. Und jetzt von hier in dein Zimmer. Nee. Da ist er! Da ist er! Warum machst du das immer mit mir, Thomas? Hast du das Thomas schon mal komplett ausgesucht? Thomas? Nee, ich will gar nicht. Vor allem sind die Preise komplette Verarsche. Wo sind die? Hä? Digga, das hier kostet 30 Euro. Er sagt mir, weil es verpackt ist, aber das kriege ich verpackt für 5 Euro. Aber. Nee, du brauchst mit deinem. Geh mal mit dem Pferd. Jetzt hör kurz auf. Diese 30 Euro sind aber auch ganz anders investiert, als wenn du das im Geschäft kaufen würdest, weil du investierst in diese Poollandschaft hier. Du glaubst gar nicht, was du heute alles ausgeben musst. Also, dass ich euren Müll mitnehme, muss ich sogar bezahlen. Das ist ja neu, das ist ja gar kein Müll. Was ist denn ein realistischer Preis? Hier, der hat schon was gekauft, der hat nur noch 5 Euro. Der hat das Laub gekauft. Auch noch für 10 Euro. Ich habe gesagt, der kann alles haben. Für? 0 Euro, dafür hilft der. Nee. Okay, ja, ihr seid eigentlich quasi live dabei, wie die Freundschaft zwischen John und mir zerbricht. Ah, das ja. Passiert so schnell nicht. Aber bei Koreanern, die denken ja auch anders, was Freundschaft angeht. Schaut euch Squid Games an. Ja. Wir könnten dem John sagen, ey, sorry, wir geben so. Oder wir machen das hier im Videoform, weil wir sind ja Influencer. Du. Ey, an der Stelle ne, ein kurzes Statement, warte, ich mache irgendwie ein Statement so. Mhm. Warte. Ja, wo fange ich an? Das ist so jeder Influencer. Mhm. Und dann hole ich komplett aus so, ne? Vor 20 Jahren, in der Grundschule habe ich einen Kollegen kennengelernt und so weiter, bla bla, ne? Das ist auch. Ja, mittlerweile ist die Freundschaft natürlich wie Zeit auch Dinge. Wunden schließt, leider auch eine Wunde eröffnet worden. Das macht gar keinen Sinn. Egal, wir räumen jetzt hier einfach auf. Was macht denn da am Fenster? Was muss denn alles weg? Alles muss weg. Wir haben hier einen Grill mit ganz vielen Utensilien, Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Halt mal ganz kurz fest, das Grill. Wohin denn jetzt? Guck mal, wir brauchen auf jeden Fall auch hierfür einen Ort, ne? Weil wir können das nicht immer so lagern. Das ist voll alles weg. Ja, der wird doch eh weggeschmissen. Guck mal, hier will ich ja. Das ist doch voll der gute Grill! Was? Der ist ja mega widerlich. Aber wäre geil, wenn wir mal einen richtigen Grill hätten. Hatten wir mal? Nee, wir hatten für die Hauptvideos mal einen Grill umgeworfen. Hier, kurzer Einspieler. Hier ist für dich, ja. Bah, guck mal, da ist genau am Finger ist so eine... Nee, guck mal, was ist das? Genau am Finger hier. Oh, das ist im A** gewesen. Ja, ich fass nicht an. Du bist beeindruckt, ne, davon? Sehr. Ich kann das unendlich lange machen, ne? Hast du das damals gelernt, als du in der Familie der Zirkusnomaden aufgewachsen bist? Ja, krass, dass da was Rassistisches aus deinem Mund rauskommt. Hä? Ja, das war eine Anlehnung an Ant-Man of the Galaxy, Alter. Nee, manchmal habe ich das Gefühl, da kommt Rassismus raus. Nein, bist du bescheuert? Dann will ich doch gar nicht mit dir arbeiten, Alter.
Guck mal, das sind ja alles neue Sachen, die für die Pool-Olympiade auf jeden Fall gut nutzen können. Das hier ist auf jeden Fall Müll. Bah, ey, die ist so widerlich, oder? Hält das nur ein bisschen Dreck drauf. Ja, aber das ist doch Hör doch, drück mir das doch nicht! Guck mal, hier ist doch richtig Tierscheiße. Das war einfach so jahrelang hier. Boah, wir haben echt viele Werkzeuge. Guck mal, das ist das Problem. Wir haben so viele Werkzeuge und wir vergessen jedes Mal, dass wir die haben. Und deswegen kaufen wir die irgendwie neu. Noch eine Waffe. Ist aber auch geil. Oh, wenn der auf den Fuß fällt. Oh, ja, oh. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so, du hast einen PC gekauft, irgendein Gehäuse oder was auch immer und ihr habt so eingetütete Ersatzteile irgendwie rumliegen, wo ihr nicht mal wisst, wofür die eigentlich sind. Man wirft die irgendwie nicht weg, weil man denkt so, oh, vielleicht brauche ich sie irgendwann und so weiter. Und dann hast du halt irgendwie so eine ganze Kammer voll diesen Tüten hier. Hier, Ersatzteile, die brauchen wir nicht wegwerfen, das ist voll wichtig. Was ist denn das? Keine Ahnung. Warum haben wir eigentlich weiße Farbe hier? Weil irgendwann mal was gestrichen wurde. Was haben wir denn gestrichen? Ja, irgendeine Wand. Nee, also Kommunikation funktioniert an der Stelle auch einfach. Ja, meine Mutter ist gespawnt. Hey! Ja, was ihr hier macht? Ja. Ja, wir räumen ja auf. Das ist doch das, was du immer willst. Wie? Aufräumen. Oh, pass auf, pass auf. Wofür haben wir die gebraucht? Boah, guck dir das mal an hier. Das ist eine Spinne. Boah. Spinne ist an mir drauf. Ah. Das ist von Keter Pan, von einem Video. Boah, krass. Alte Requisite. Da kommen Spinnen raus. Eine da kommen Spinnen raus? Ja, eine Kitzel die ganze Zeit hier. Das hier haben wir damals den Zaun gestrichen, haben wir das als Unterlage. Wirf das auf Thomas. Thomas, ja? Achtung, schenk ich dir. Wir haben pH-Reducer, Algenschutz, das brauchen wir eigentlich alles. Nee, das können wir doch direkt in den Raum rein. Nein, das würde ich, das ist die falsche Denke. Erstmal, glaub mir, vertrau mir einfach, ich habe asiatische Wurzeln. In Asien haben wir nichts anderes gemacht, außer aufräumen. Erstmal raus. Doch. Gummistiefel, liebe Freunde. Boah, wir könnten echt fucking Flohmarkt hier machen, ne? Unglaublich, was wir hier alles haben, ne? Ey, ganz ehrlich, du findest es eklig. Die Spinne da. Das ist eine tote Spinne, seht ihr das? Riesig. Das nee, ich glaube, das ist nur die Haut von der, die hat sich gehäutet. Die ist irgendwo hier. Run. Und die kitzelt mich, aua. Boah, das wird never ending story. Ganz ehrlich, das Ding hier, das versteige ich einfach für 10.000 Euro. Dann hole ich mir einen roten Teppich von, oder? Das sag ich dir. Boah, dass das hier auch irgendwie so offen steht, da weiß ich auch nicht, ne? Das riecht so nach Chlor, ne? Boah, das riecht richtig Schwimmbad. Boah, ja. Was ist das? Wie ein Hut oder was? Das ist ein Hut, richtig. Ja, warte, nimm zudem noch das hier mit. Wie soll das gehen, Alter? Das ist doch eine Challenge. Du musst ja diese Herausforderung schmecken. Ja, hab ich halt verloren. Ja. Mal so ein geiles Gerät haben wir hier rumliegen. Verstaubt, verdreckt so. Wir brauchen viel mehr so Stauraum. Ja, das hat ja auch nicht, das war jetzt auch nicht so cool, ne? Das ist die Klimaanlage. Hä? Alter! So. Ein Verlängerungsschlauchi. Ja, macht Spaß, ne? Aufbau macht Spaß, ne? Das ist noch von hier im alten Ding auch, können wir auch irgendwann entsorgen. Ey, da ist so ein Hammer drin. Ah, Gummihafter. Den suche ich doch die ganze Zeit. Was willst du denn damit machen? Wie? Für Werkzeug, wenn wir was drauf haben, ohne das Möwe zu verletzen. Verkaufen? Wer will das hier denn kaufen? Wer ist so dumm und kauft sowas? Das ist aber eigentlich ganz cool. Ja, sehr cool. Kannst du bei dir zu Hause hinstellen? Nee. Ach, der ist scheiße. Geht. Wir haben ja noch eine Poolpumpe. Ja, haben wir doch. Guck mal, das ist die Sache. Wir kaufen alles 8 Mal, ne? Das ist so dumm. Ja, keiner mich fragt, was wir haben. Das ist nicht buddhistisch von uns. Die ist doch kaputt. Wie, die ist kaputt? Ist kaputt? Nee. Einkehrmaterial. Ja. Du weißt, das war überall, ne? Im Pool. Ja, ja. Ja, scheiße. War da durch die Ritze. Ritze. So viele Bottiche. Was geil ist. Bottiche sind geil. Was sagt man immer in Singapur? Bottiche sind gut. Nein, Singapur sagt man nicht Bottiche sind gut. Bottiche sind lästig. Da kommen die Moskitos, legen sie Eier rein und dann kriegen wir alle Malaria. Oh, also Gießkanne können wir ja behalten. Warte, tu ich rein. Ey, warum tut der denn wieder hier hin? Oh, diese PVC-Matten. Hast du den Gummihammer jetzt gesneakt? Ja, so hatte ich auch. Aber die sind so geil, die Dinger, diese Judo-Matten. Ja. Ich weiß, ich glaube auch, dass wir für irgendeine Pool-Olympiade-Challenge das, hab ich gedacht, vielleicht. Glaub ich, brauchen. Ja, weißt aber du, die trage ich jetzt aber nicht nach vorne. Josh kann die tragen. Ja. Josh ist groß. Für Josh sind die Dinger so klein nur. Ja. Ja. Ich habe immer erzählt, dass du der stärkste Mann überhaupt bist im Haus. Wow! Oh, ja, das ist cool, da magst du
heute schon deine Exercise. Da gehen die Türen. Zwei Stück stellst du hier hin. Brauchst du die andere, oder was? Nee, wir brauchen die gar nicht, deswegen wollen wir die wegkommen. Er lächelt, aber er ist abgefuckt. Oder wie wir mir gar nicht helfen, ne? Ja, der ist ja viel stärker als wir. Das ist so gelogen. Ja. Was ist denn hier alles dran? Noch eine Arme! Das ist aber süß. Thirsty Boy hat auf jeden Fall auch einen geilen Ort. Aber ich würde ihn erstmal rausstellen. Ja, alles ja, und wir müssen ihn auch aus der Plastiktüte rausholen, weil das ist ja alles feucht da drin. Ja. Das könnte ja alles verschimmeln. Ciao, Thirsty. Boah, wow, wie geil das hier aussieht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Soll der Besen bringen? Warte, noch, wir sind noch nicht fertig, denn. Oh nee. Ey, da ist das! Geil! Guck mal, das können wir für die Pool-Olympiade benutzen. Hier, ist alles drin. Alles drin, alles drin. Hier noch mehr für die Pool-Olympiade. Ein Ball. Ah, das ist der Flamingo! Alter. Und der hat auch die ganze Farbe von. Weißt du, ne? Ach so. Hier in Ausschnitt. Also, hier ist die Klammer. Kommt da Luft raus? Ja. Das ist die Sache, ne? Wir machen Sachen und räumen gar nichts auf. Hier, ja, doch schon. Haben es da reingeräumt. Ja. Ich! Ich kann das nicht sehen, was da drin ist, weil da ist super viel Schimmel drin und dann muss ich kotzen. Oh, ich weiß nicht, wann ich diesen Würgereflex bekommen habe. Das ist ein Tick. Wir sind durch, glaube ich. Warte, was ist hier denn? Null. Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen sauer. Every day I walk the floor and think of you. Ey, krass, wie es hier aussieht, ne? Dass das alles mal in dieser Laube war. Boah. Jetzt müssen wir entscheiden, was behalten wir und was wird entsorgt. Ah, okay, erstmal keine Panik, Freunde, so, ne? Wir nehmen euch jetzt nicht mit, wie wir das hier quasi entsorgen. Dann hätten wir es wirklich geschafft, Sachen von der Kammer in die Laube zu stellen, von der Laube hier auf die Terrasse und von Terrasse zu euch nach Hause. So, wir haben noch diesen Holzschrank und das Holzhochbeet. Das muss auch wegkommen, weil wir einfach mehr Platz da haben wollen. Wir wollen das alles komplett neu designen, wir wollen Ordnung reinbringen, wir wollen für jedes Gerät, das wir auf jeden Fall noch weiterhin brauchen, einen Ort finden. Richtig schön strukturiert und so weiter, so asiatisch denken, japanisch denken. Aber weil wir nicht stark genug sind, holen wir uns die Kraft aus Polen jetzt. Wir haben nämlich die Frau Beata an unserer Seite für heute, mit der wir aber erstmal was anderes machen. Moment, ich zeige es euch ganz kurz. Warte. Und dann werden wir mit der Kraft Polens auf jeden Fall mal dieses Hochbeet machen, weil das ist ein riesiges Thema. Dann holen wir erstmal Beata ab. Woo! Es geht wieder nach Holland! Hey, wir fahren nicht nach Holland. Denn wir gehen mit der Beata ins Gartencenter, Freunde. Wir fahren ins Gartencenter. Mach hier nicht den harten Gangster. Ist doch grün, warum fährst du nicht? Ah, Freunde, hier, guck mal, hier geht's runter, schön runter. Es ist eine Achterbahnfahrt hier, ne? Muss ich immer sagen. Guck mal, hier rechts gleich, kannst du gleich einen Schwenk machen. Da haben wir mal trainiert, in der Schanzhalle. Jetzt links abbiegen? Ich mach, was ich will. Hier haben wir schon mal was gedreht, und zwar einen Kampf zwischen Osterhasen und den Masken. Kannst du mal ganz... Ja, da hinten, ne? Okay, liebe Freunde, hier wohnt der Thomas auch, by the way. Sehr schönes Örtchen hier. Da ist Beata. Da ist die Beata, hallo. Hallo, beiden. Jetzt weißt du, auf was du dich eingelassen hast? Leider weiß ich nicht. Nie so genau. Ja, wir machen das schon hier. Professionell sind wir hier. Sind wir nicht, deswegen haben wir Beate dabei. Boah, mir ist aber gerade ein bisschen schlecht, muss ich sagen, vom Filmen. Mir wird wirklich schlecht vom Fahren. Ja, aber guck mal, ich fahre doch so, guck mal, ich fahre doch sogar freihändig die ganze Zeit hier. Also kannst du ja gar nichts sagen. Bitte, eigentlich. Jetzt ist aber gut. Das ist alles auf YouTube jetzt. Ja, und mit meiner Sprache, da weißt du, wie ist das alles, ne? Hier sind wir, Freunde. So, unser Ziel ist natürlich jetzt auch, geile Pflanzen zu finden, die auch mal im Winter überleben können, ne? Keine Pflanzen, die jetzt so direkt den Geist aufgeben, sobald wir die einmal nur anfassen. Oh, sowas zum Liegen wäre auch nicht schlecht. So, für die Terrasse. Warum denn nicht? Mir gefällt's, ne? Obwohl, warte. Ich glaube, wenn wir sowas kaufen, schlägt mich meine Mutter. Dem Thomas geht's gerade nicht so gut, so. Aber vielleicht können wir dem sowas hier... Komm, wir geben das dem Thomas. Jetzt kommt langsam. Hallo. Oh, gratis Getränke. Bist du auch im Wasser? Spaß. Hey. Steig ein. Links, rechts und... Boah, hier gibt's aber nur so kleine Sachen. Lass, wir müssen direkt was Fettes kaufen, so. Kaufst du nur mit Ruhe. Ja, in der Ruhe steckt der Kraft. Aber Baum willst du nicht haben. Keine Bäume. Du willst große Blumen? Gehen wir da. Genau, guck mal. Japanisches Lavendelheide. Aber die sehen so ein bisschen nach Pollenallergie aus. Ne? Die habe ich auch bei mir. Oh, guck mal, Yakushimanum-Hybride. Das ist ja eh, das ist ja meine Lieblingsblume. Ah nee, ich habe falsch gelesen. Hier, ne? Japanische Lavendelheide. Ja, komm, erstmal zwei. Das ist ja auch lustig, das Ding hier, ne? Coitus. Hortensie, aber die ist zu klein. Wir können da 10 Stück davon kaufen, das ist groß. Na gut. Guck mal, die sehen auch lustig aus. Es gibt so schöne Pflanzen, ja? Bitteschön. Das heißt, die kannst du schon schnappen, die zwei. Ja.
Ich kann es mir jetzt so viel zoben, wie ich will, ja. Du kaufst, darfst alles kaufen. Was ist das? Geld. Ach so, meine Mutter gibt immer Geld in Honkbaus. So, machen wir mal hier 3 Stück. Nicht geizen hier, bitte. Wir haben ja jetzt hier schon 200 Euro, ne? Ne, glaube ich. Die will ich haben. Oh, die. Komm. Buck, buck, buck. Groß, klein? Ja, groß, alles groß. Immer größer, denke ich. Mehr ist immer besser. Warum gehen wir wieder Richtung Eingang? Was ist los? Das Hochbeet hat natürlich eine gewisse Dimension, die wir natürlich auch beschmücken wollen mit ganz vielen Pflanzen. Deswegen gehen wir nochmal zurück und holen uns 3 Wägen. Ich will eigentlich sowas haben. Stell dir vor, wir sind irgendwann so alt. So, wir haben Zepter, natürlich. Wenn man alt ist, hat man immer ein Zepter. Oh, geil. Wir haben es kaputt gemacht. Komm schnell. Warte, da. Ich kann nur rückwärts in Toiletten reingehen. Es ist voll. Oh, das ist Damentoilette. Da kannst du nicht drauf gehen. Du musst hier warten. Warte, da möchte jemand. Das ist alles Dans Verantwortung hier. Ja, am besten zeigst du noch genau, wie es funktioniert, damit es jeder machen kann. Jetzt haben wir den Leuten auch noch was beigebracht. Ha, das ist aber schön hier, oder? Wow. Ja. Eine Frage. Frag. Wir sind klein. Und bei mir könnt ihr größere bekommen. Können wir zu mir kommen? Irgendwie in ein illegales Geschäft, das ich eingehen muss. Nein, das sind meine Blumen. Ah ja, da hinten, ne? Ja. Schön, guck mal. Oh, ja. Das ist natürlich schön so, ne? Ja, braucht man nicht. Okay, aber wir brauchen noch viel mehr Pflanzen auf jeden Fall. Ja, okay. Brauchst du Farbe? Oh, sorry. Ich wusste, was ich wollte. So, eine Brennnessel. Brennnessel? Ja, aber dann warte, muss ich gucken. Aber der passt doch nicht so rein. Wo soll denn? Auf einmal so Pflanzen, auf einmal Bambus? Würde ich reinpassen. Nee, ich finde das nicht harmonisch, oder? Also ich bin jetzt kein Pflanzenkenner, aber das ist cringe. Aber dann guck mal das. Ja, die ist auch schön. Die finde ich auch schön. Schön, ja, die finde ich gut. 2-mal? 8-mal? Komm, 2-mal hier. 10-mal. Ja, wir brauchen mehr. Ja, da kommen wir nochmal 2-mal Lavendel. Mal hier die größeren, oder? Komm, größer. Lass doch die hier, ist größer. Mein Geld. Kann ich nicht meins. Beate, willst du nicht als Gärtnerin dich bei uns beteiligen? Kann ich gern kommen. Ja, aber Gärtner sind auch Mörder, ne? Wie? Ja, Gärtner sind im Film immer die Mörder. Ach so. Ich weiß, das wird jetzt hier nicht so gut reinpassen, aber ich finde das voll. Nee, das finde ich so. Schön? Findest du gut? Finde ich gut. Ja, ich finde es auch geil. Guck mal, was das kostet. Oh, nee, Euro. What the fuck? Habt ihr auch bei den anderen Pflanzen? Nein! Was hast du dir gedacht? Deswegen, kauf kleineren vielleicht diese Lavendel. Das wächst doch nach. Wie kann man das für 100 Euro verkaufen? Oh, Thomas. Nicht. Das darf nicht kaputt gehen. Wir dürfen nicht mehr verwahrlosen. Die Zeit ist vorbei, verwahrlosen. Deswegen brauchen wir ja eine freundliche Gärtnerin. Ja, ehrenamtlich auch. Aber der ist echt schön, ne? Der ist natürlich noch mal sehr viel schöner. Ja, aber für diesen Preis, ne? Ja, aber warum kostet sowas 700 Euro? Ja, weil das muss ja auch wachsen, bis er so ist, dass er so aussieht. Das dauert ja auch viel, das braucht viel Pflege und so weiter. Zieh mal hier Mitarbeiterklamotten an, dann frag mal wegen Kundenrabatt. Und dann gehe ich mit an die Kasse und sage übrigens, das sind die abgelaufenen Blumen. Wir haben einfach ein bisschen Rabatt bekommen. Das liegt daran, weil wir gerade einfach mal 700 Euro für Pflanzen ausgegeben haben. Ja, das macht ja auch was mit dem Auto, ne, finde ich. Ich kann mir schon gut vorstellen. So schöne Variation. Jetzt haben wir auch endlich mal Pflanzen, ne? Damals immer dieses Ziergras. Das sieht doch sehr schön aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hochbeet wirklich seinen Glow-Up bekommt, ja. Naja, jetzt am Ende, ne? Jetzt hat man auch so einen persönlichen Wert, so eine emotionale Bindung dazu. Liegt einfach daran, weil wir vielleicht Geld ausgegeben haben, 700 Euro einfach. Das Leben, das wir hier vor uns haben, echtes Leben einfach. Kommt rein in meinen Blumenladen. Wir werden jetzt ein Hochbeet bauen, ne? Mit Hilfe von Beata, die das auf jeden Fall professionell ja auch studiert hat, ne? Oh, ich habe das studiert. Aber wir müssen die Steine erstmal, glaube ich, wegtun. Ja. Und Thomas, kannst du mir kurz helfen? Guck mal, Brennnessel hier auch. Boah, da müssen wir aufpassen. Die Art macht im allein. Aufpassen, das ist Brennnessel, oder? Ich glaube, wir sind voll. Die Beet was. Ich mach Rechen, du kannst. Boah, ich habe locker 1000 Kalorien schon für beantwortet. Oh, du musst auch aufpassen, dass noch teilweise Kabel verliert, ne? Also, ja, hier sehe ich das Kabel auch. Da muss man. Ja, genau. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Sollen wir die Steine hier auch wegtun? Wird vielleicht die hier so.
Kabel. Kabel? Nein. Was in der Miso-Suppe? Vertrau. So. Sind die zu lang? Komm, ich nehme ab. Kannst du mir geben? Thomas, mach doch mal was extrem Lustiges. Was soll ich denn tun? Depp mal, Thomas, depp mal. I am the one that raised the turn. Okay. Ich habe ja gar keinen grünen Daumen, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Du hast aber eine grüne Lunge mittlerweile, würde ich sagen. Sollen wir einfach mal diese Pflanzen drauf tun? Ja. Ja, ja. Nee, in der Mitte. Schrei mich nicht so. Was ist denn das jetzt für eine Pflanze? Was ist das für eine Pflanze? Hier oben. Unimus. Japanese. Elega areus. Eine japanische Pflanze? Das ist offensichtlich eine Japanese Pflanze. Sowas kann meine Mutter auch ganz gut, weil die malt. Also ich würde gerne das, diese hier, weil das ist prominent. Hier diese Ecke, das steht man da, guckt direkt voraus. Stimmt, siehst du das? Mach mal besser hier. Okay, so, wie fühlst du dich? Wie damals in der Schule, bei der Vorführung. Du warst in der Schule? Ja, ich war so ein Baum auf der Bühne. Ah, dann warst du da schon wahrscheinlich eher auf der unbeliebten Bühne. Oh, die fühlt sich ja schön an, ne? So weich. Aber die mag das nicht. Lass die, das ist Belästigung. Hey, hier hast du auch so eins. Vorne hier sowas. Die Blätter kannst du auch hier tun, ne? Habt ihr andere Wäsche, habt ihr da Farbe? Was ist denn damit? Den kann man hier vielleicht so schieben. Hm? Gib dir hier. Dann die kann man wegtun. Die wachsen auch. Ja. Du, kannst du mir eine von den beiden geben? Die. This was on me. Hat die selber gemacht, weil die heißt Drum and Bass. Schaut mal, wie die heißt hier. So. Die heißt einfach Big Daddy. Big Daddy. Nice. Ich bin groß, ne? Fass mich nicht an. Eigentlich ist der Lavendel auch schon in dieser Topf, ne? Dieser Stein. Ja, irgendwas hast du doch für die Steinecke geholt, Cannabis. Ne? Kein Cannabis, Mui. Wo braucht man noch was? Hier hinten, der vielleicht noch nicht. Ist zu eng schon sonst, ne? Ne, ich find's schon so genug. Ja, genau. So, wir haben uns entschieden. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und dann graben wir mal ein, das Ganze. Oh, kleine Pflanze, bist du hier? Hallo? Da kommt der Ahorn, Freunde! Wuhu! Du, das, was du da reingemacht hast, ist das winterharte Edelpurpurglöckchen. Wir haben so geile Namen, ne, finde ich. Ja. Lavendula angustifolia. Sag das nochmal und mach mal diesen Stab so dabei. Lavendula angustifolia. Boah, zieh hoch damit. Oh, da ist noch so eine ganz fiese Wurzel. Eben so negativ. Hä? Bam. Du stehst einfach nur so rum. Warte, ich guck mal von hinten, ob der gerade ist. Ja, guck mal von hinten, ob der gerade ist. Ja, ich würde sagen, eins a gerade. So ein bisschen Bild auf Handy wird. Okay, das ist schief. Ich glaube, der ist gerade. Du glaubst? Hier. Ja. Oh, hier ist irgendwas. Hier ist Stein, ma. Wir haben einen fetten Stein gefunden. Oh Gott, vielleicht ist Stein? Euro wert. Vielleicht ist es Gold. Vielleicht ist Gold. Wenn wir Gold finden, dann teilen wir, ja? Wir machen 50-50. Thomas kriegt 0. Und ich krieg 50-50. Was ist da? Das hat Gold, aber wir werfen das weg, weil scheiß auf Gold. Ist ja eh gerade, ne? Uninteressant. Hä? Gold? Oh, Vorsicht. Bist du versichert über uns? Boah, was ist das? Da ist ein Stein, glaube ich, ne? Ja, da ist nicht nur ein Stein. Ey, Beate, was heißt auf Polnisch, abonniert den Kanal und lasst einen Like da? Abonnieren, glaube ich, heißt das Gleiche. Ja? Ja. Hm. Habt ihr es geklaut von uns Deutschen? Und was heißt, kommentiert das Video? Inappisch. Ach du Scheiße. Wir sind so multikulturell hier. Ja, ist doch so. Ich meine, du bist, ja. Ich bin Achtelpole. Hier, du Pole, dann mach mal. Die wird ganz groß hier. Boom. Und dann kommt da eine Pflanze rein, aber nur so ein Zweig. Das ergibt jetzt erstmal schon mal gar keinen Sinn. Die wird echt. Die wird aber groß. Musst du dich gedulden, ne? Dauert, ne? Dann ja. Machen wir erstmal so, dass die ein bisschen schlafen kann. Da, was ist das? Oh, stopp. Ist
ist das? Nee, das ist ein Kabel. Ich meine, das beißt sich jetzt nicht durchs Kabel durch, so. Ne? Ich würde schon einen Weg dadurch drumherum finden. Na, würde ich mal sagen. Ach, oh, ich voll im Bild, Alter. Ich wick. Wir müssen jetzt Warte, warte, tu dir da rein. Doch, ja, ich und in 10 Jahren, dann finden wir den. Dann wächst da ein Audi, ne? Natürlich, gerne. Guck mal, hier ist auch ein Kabel. Das sind auch Kabel. Nimm, überall Ameisen dran. Alter! Die Terrasse können wir auf jeden Fall dann nochmal putzen, wa? Sag ich dir. Bei eurem Erfolgblätter, da könnt ihr das jeden Tag putzen. Ja, deswegen brauchen wir einfach einen Gärtner oder eine Gärtnerin. Ja. Letzte. Ey, sieht ja so geil aus, ne? Hammer, ne? Ich feier das komplett einfach. Boah, das hat so viele Propeller. Aber dieser weiße war auch hier. Ja, der war hier. Kommt dann. Ja. Ich würde es ein bisschen weiter rüber noch machen. Ja, komm. Jetzt vorsichtig, ne? Ja. Alle zusammen. Wir sind gute, eingespieltes Team. Alle zusammen sind ja ungefähr 10% von der Arbeitskraft. Aber es sieht schöner aus als vorher, Mul. Jawoll! Sieht schon geil aus, ne? Fühle. Wenn wir fertig sind, hier machen wir auf jeden Fall ziemlich geile B-Rolls hier einmal durch unser neues Hochbeet durch. Ich wollte mal hier den Stein, glaube ich, mal wegtun, ne? Weil der ist echt scheiße hier, ne? Oh Mann. Boah! Du hast den Job. Ey, Arte, gehst du irgendwie trainieren oder so eigentlich? Ja! Wie machst du das, so Fitness oder so? Nein, hör doch mal auf. Aber warum bist du so stark immer? Weil wir so schwach sind, glaube ich. Also, dasselbe, was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir auch nochmal jetzt hier. Aber wir machen, glaube ich, einfach mal einen Cut, oder? Bevor wir jetzt alle SD-Karten hier voll machen, oder was denkst du? Wir machen noch das zu Ende. Du hast den Job. Yeah, yeah, yeah. Wir sind natürlich leider nicht komplett fertig geworden, denn wir fehlen halt einfach noch Pflanzen so. Wir wollten ein bisschen vorsichtiger einkaufen. Aber wir machen Beauty-Shots lieber am Morgen, ne, würde ich mal sagen. Ah, shit, warte, die Steine habe ich vergessen. Was für B-Rolls, wenn die Steine noch nicht platziert sind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wie sieht das aus? Schmutz, Digga. 25. Ah, scheiße. 25b. 26. 28. 30. Oh, oh. 42. 43. 42b. 43b. Oh! Warte, 44? 44, ne? Ja. 45. Schön. Dann geht's hier weiter. Oh Gott. Sehr gut aufgepasst. Hier fehlen auch noch Steine. Welche Zahl war? 45 war ich, ne? 47, 48, 49. Schön, wenn so große Steine, aber so nach außen hin kleinere Steine. Punkt. Ah, fuck. Wo war ich jetzt? 51. Boah, der ist hässlich, der Stein, war. Der ist einfach nur hässlich. Bruder. Ich hab zu viel Minecraft gespielt. Der ist einfach ein Viereck. Ah, shit, ich hab nicht gezählt. 53, 54. Scheiße. 55, 56, 57, 58, 60, oh, 61, nee. Ew, bro, ew. Ey, but Scheiße, welche Zahl war ich schon wieder? 62, 63, nee. 67, 66. So, hier noch der letzte Feinschliff. 65, 64, 66. Ich glaube, es war's. Ich glaube, es war's. Ich glaube, ich bin durch. Ah, so, und jetzt düngern wir den ganzen Bums noch und dann kommen die richtigen B-Rolls, Freunde. Ihr seht ja schon von Weitem, dass das schön aussieht. Aber es sieht nicht so schön aus wie du. Seid nicht so. Es ist schön, eine romantische Phase zu haben, aber dosiert die. So sieht tatsächlich der Fraß von unserem Langzeitstudenten aus, denn das ist Langzeitdünger, ja, für Blumen, Sträucher, Hecken, Bäume, Bäume vielleicht nicht, aber. Das heißt, ich werde jetzt mit diesem Dünger hier den Pflanzen mal so eine kleine Mahlzeit zubereiten und hoffen, dass sie sterben. Ich will jetzt diese Jokes nicht machen, weil ganz ehrlich, ich habe schon so eine emotionale Bindung geschaffen zu diesen Pflanzen. Alleine diese ganze Arbeit, diese reinzupflanzen, ja, und die Kosten halt. Bevor die Pflanzen ihre Mahlzeit verzehren können, teste ich natürlich nochmal, ob diese Nahrung hier giftig ist. Frisst meine Kleinen, frisst meine Kleinen. Werdet groß. Ja, ihr seid hungrig.
Hey! 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 Puh, aber wollen nicht geizen, so werde richtig fett, ich messe euch so richtig, bis ihr platzt. Manchmal, wenn ich diese Pool-Videos hier drehe, ne, da höre ich schon so richtig eure Kommentare, wie die so richtig reinzanken hier in die, in jeden. Ich habe das Gefühl, ich mache immer alles falsch, aber dieses Mal irgendwie nicht. Ui, vielleicht nicht auf die Pflanzen, ne? Ja, komm hier, du kriegst auch noch mal ein bisschen, weil die wollen wir nicht geizen jetzt hier, ne? Und, oh, es regnet auf einmal, ne? Sachen. Ich wollte eigentlich jetzt diese schönen B-Rolls machen und zeigen, was wir hier so alles eingepflanzt haben. Jetzt regnet es. Ich warte noch mal ganz kurz ein bisschen. Oh Gott, die Sonne kommt! So, aber jetzt noch mal ganz kurz als kleines Fazit für dieses ganze Video hier. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Seit langem habe ich mal wieder das Gefühl, dass wir hier wirklich neue Freunde gewonnen haben. So. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass hier nichts... Ich will auch gar nicht darüber scherzen, so von wegen, jo, okay, die halten jetzt nur ein Jahr. Gar nicht so. Ich habe jetzt wirklich voll die emotionale Bindung zu denen aufgebaut, weil das wirklich sehr schön aussieht. Und ich glaube wirklich, dass es halt... genauso war, wie ich es mir am Anfang immer vorgestellt habe. Bin auch super gespannt, wie sich das alles so entwickeln wird. Ne? So wie es jetzt gerade aussieht, ist halt erstmal so raw. Aber da werden natürlich, die Wurzeln werden sich schlagen, die Pflanzen werden größer, sie werden in Synergie miteinander stehen. Irgendwann wird das Ganze hier so richtig Paradise, Freunde. Deswegen keine Jokes mehr. Oh mein Gott, aua, ah, ich zerbrach. Ich weiß nicht, ob es überbelichtet ist, so, aber ist mal. Deswegen keine Jokes mehr auf den Leben von unseren Pflanzen hier, Freunde. Das heißt, über die Pool- und Gartenvideos hinaus werdet ihr auf jeden Fall auch einen Wachstum hier feststellen können. Ne? Die Laube, ja, diese Laube, die werden wir auch noch schön machen. Man kann ja immer noch so eine kleine Theke dahin bauen, da wo das Hochbeet gerade steht. Wir wollen auch keinen Ort haben, wo wir nur noch Sachen reindonnern, so wie es deswegen wird auch der Schrank sein Ende finden. Ja, ich bin sehr gespannt. Dafür, dass wir so kleine Sachen machen wollten, entstehen hier gerade richtig große Baustellen, ne? Wie die ganze Terrasse hier, das ganze Pergola. Das, wir haben schon abgeklärt, wie, was bedeutet das, das Ding einmal nochmal richtig sauber zu machen. Das bedeutet 5 Tage arbeiten, ne? Und dann irgendwie da oben hochklettern. Dann wollen wir sogar noch wirklich eine Scheibe drauf machen oben. Ich habe das Gefühl, das klingt auf jeden Fall wie nach einer Sache, wo jemand sterben wird, ne? To be honest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Extra noch ein bisschen Sonnenlicht für euch, liebe Freunde. Oh, ist es weg. Lasst gerne ein Like da. Parallel, by the way, für die Leute, die fragen. Wir sitzen gerade natürlich auch sehr, sehr intensiv von morgens bis abends an den Hauptvideos, ne? Das ist auch noch ein Thema, das kommen wird, so. Und ich glaube, ich schließe das Video ab mit einer sehr, sehr coolen EG-Werbung. Jeder Einkauf bei EG ist natürlich auch Support für uns, für unsere Videos, für die Hauptvideos und so weiter. Wir haben den zweiten fetten Restock rausgehauen. Es gibt jetzt wieder alle Tees im Store. Punkt. Einfach eternalgod.de. Punkt.